2:0 beim VfL Oldenburg bei uns. Trainer Daniel Thun, Pflichtaufgabe erfüllt. Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis sicherlich und auch mit dem Spiel? Ja, mit dem Spiel vielleicht ein bisschen weniger. Es war im Ballbesitz nicht ganz so seriös gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Aber ich will nicht klagen, wir wollten unbedingt eine Runde weiterkommen. Im Pokal zählt du or die, jetzt warst du und die hätte verdammt wehgetan. Und somit haben wir, wie du sagst, die Pflicht erfüllt und damit bin ich einverstanden. Hast du bei den ersten zwei Aktionen von Azong kurz mal an die gedacht, um in dem Wortgebrauch zu bleiben? Ja klar, also das sind dann die Momente, die so ein Spiel dann sehr, sehr schwer machen. Wir müssen aber selber auch, das meine ich mit Seriosität, wir hatten vorher zwei Möglichkeiten, die wir selber machen müssen, mit Tim Danneberg dann noch in der Box und das haben wir nicht geschafft in dem Augenblick und dann kriegst du zwei dieser Umschaltmomente und die können dann wehtun, weil dann parken sie den Bus vors Tor und dann wird es schwer, auch den Ball reinzuhauen und das wäre sicherlich dann sehr nah an Dai gewesen, auch wenn noch viel Zeit gewesen wäre. Nichtsdestotrotz, bei aller Demut, es war schon ein souveräner Auftritt des VfL Osnabrück. Ja, das glaube ich schon. Gerade in der zweiten Halbzeit, oder wir haben uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit dann vielleicht wenigstens das Defensivverhalten sehr seriös zu gestalten. Und das ist uns ja gelungen. Es waren keine Momente mehr da vom Gegner, dass er eine Torchance hat. Vielleicht dann nicht ganz so schön, aber nach den ganzen kräftezehrenden Wochen wollten wir es kompakt halten. Das ist uns gelungen. Wir hätten gerne noch mal einen nachgeschoben zum dritten Tor, um Ruhe oder einen Deckel drauf zu machen. Aber wie gesagt, wir haben gewonnen und das ist das Wichtigste. Durchaus dann aber auch bewusst in den letzten 20 Minuten, sage ich mal ungefähr, als auch klar war, dass der Gegner nicht mehr so aufkommt. Bisschen Tempo rausgenommen. Ja klar, gerade was das Pressing auch betrifft, wir haben nicht mehr hoch attackiert, weil dann hätten wir dem Gegner wieder Räume gegeben. War dann eher ein Verwalten hinten raus und das haben sie dann wirklich auch gut gemacht. Aufstellung auch seriös angegangen, sage ich mal. Hast du noch mal ein paar Gedanken dran verschwendet, auch ein bisschen zu wechseln aufgrund der anstrengenden Wochen zuvor? Ja, wenn, dann hätte ich es mir vorbehalten im Laufe des Spiels. Also ich hätte mir schon gewünscht, dann vielleicht frühzeitig das dritte Tor zu machen, um dann mehr Spielzeit an die Reservisten zu verteilen. Aber ja, wir wollten es auf jeden Fall seriös angehen, was auch das Personal auf dem Platz betrifft. Das haben wir getan mit allen 11, die auf dem Platz standen. Und da wäre es sicherlich ein Risiko gewesen, wenn wir da jetzt schon Kräfte geschont hätten. Letzte Frage. Bestens gerüstet also fürs Derby in rund anderthalb Wochen gegen Preußen Münster? Ja, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns, wieder zu Hause zu spielen. Was heute gut war, wir haben wieder zu Null gespielt. Wir haben vorne zwei Tore gemacht. Wir freuen uns unfassbar, dass wir sie langsam zurückgewinnen. Und das wollen wir natürlich dann auch im Derby. Und da werden wir alles raushauen, was in unseren Körnern oder was in den Köchern steckt. Perfekte Schlussworte. Danke, Daniel. Gerne.